Meinen Sie, das hat Sinn, aber sich vor den Reichstag zu stellen? Wieso vor Flüchtlingsheim? Welches Kind da sind? Seit 25 Jahren kümmere ich mich um die Migranten hier in Dresden. Und auch Heidenau. Wenn Sie keine Ahnung haben, dann werden wir noch missbraucht hier. Waren Sie in Dresden in dem Feldmacher? Waren dort, waren Sie dort, das ist sexy. Wir hatten vorige Woche und vor zwei Wochen fast 40 Grad Wärme. Die Menschen an solche Handeleien sind dort die Schilder. Tut uns leid, weil die hierher kommen. In Chemnitz müssen sie in Träumen. Deckt mir, kriegen wir 40.000 Euro. Ich habe gestern mit meiner albanischen Verwandten gesprochen. Dort wird verbreitet in Albanien, die kriegen 40.000 Euro. Stimmt sogar. Das ist auch das Geld, was der Staat für sie ausgibt. Aber das wird dann so konfrontiert. Warum macht ja, machen Sie einen Asylantrag, kriegt er 40.000 Euro. Und so, das wird gesprochen in Albanien. Und das hat sicher so viele Albaner hier. Da gibt es Steuern, seit 25 Jahren, seit 25 Jahren. Diskutieren Sie mal. Schauen Sie mal, Sie sind eine Frau. Lassen Sie mal. Sie wissen alles besser. Hören Sie mal, was Sie diskutieren. Wir sehen, dass wir gleich auf der gleichen Seite sind. Ich habe nichts gegen. Mit Bürger. Nee, schauen Sie mal, Sie sind eine Frau. Sie sind eine Frau. Und 90% der Flüchtlinge sind junge Männer. Und wissen Sie, wann? Nee, warte, lassen Sie mich mal ausreden. Weil die Vorwürfe sind. Lassen Sie mich mal ausreden. 90% der Leute sind junge Männer. Und jetzt stellen Sie sich mal vor, 90% das sind alles ganz junge Männer. Gehen Sie mal in einem halben Jahr durch Heidenau abends. Trauen Sie sich das nicht. Als Frau. Vor allem, wenn Sie wissen, dass jeder dieser jungen Männer, die keinen Asylgrund haben, die abgelehnt werden, die haben nur eine Chance, eine deutsche Frau zu heiraten. Und dann dürfen sie. Aber auch ohne Asyl, dass man nicht mehr durch die Straßen abends gehen kann. Was denkt Sie, wenn ich abends von der Arbeit zu Ende ausgehe? Wir haben mehr deutsche Männer wie deutsche Frauen. Das gleiche Verhältnis. Wie viele sind im Gefängnis von Deutschen, die Frauen und Kinder vergewaltigt haben? Ey, ich kann Ihnen da einen Roman schreiben, da langt nicht bloß einer. Wie steht denn die Frau im Islam da? Wie die von den Männern verachtet wird, die wird weggesperrt. Die muss eine Burger tragen. Hier wird halt wieder angeköpft. Was denken Sie, wie viele Männer hier von den Leuten? In ihrer Kultur. Und die Frauen, wir können doch die Scharia deswegen nicht hier einführen. Das gibt es immer wieder. Reden Sie doch mal mit Muslimen. Die sagen Ihnen glatt ins Gesicht. Also jetzt hört es doch hier. Das sind ja alles Unterstellungen. Freilich werden diese Männer genauso wie unsere Männer eine Frau suchen. Richtig. Vielleicht auch mit dem Hintergrund mal ganz hier zu bleiben. Weil wir wissen ja gar nicht, wo die Zukunft dieser Leute ist. Wollen Sie mal etwa in den alten Bundesländern in die Großstädte? Natürlich war ich dort. Haben Sie da die Augen aufgemacht? Natürlich. Warum müssen Sie denn wieder hin? Dort ist seit 70 Jahren, haben die sich halt an die Ausländer gewöhnt. Weil der dort schon mal reinreißt. Jetzt brauchen Sie erst noch ein bisschen mehr Zeit. Warum wurden die gestern dort in Dresden? Also wenn Sie sich nirgendwo hintrauen, warum stehen Sie dann hier?
Oder warum stellen wir da hier? Nee, weil wir haben nur Männer. Weil wir neugierig sind, weiter nicht. Ach, wir wollen die Kanzlerin begrüßen. Kennen Sie mir sind das Pakt? Kennen Sie mal ich will sie auch begrüßen. Und wissen Sie, was ich noch will? Ich will Sie hier nämlich einfach mal, nein, ich denke sogar persönlich, Danke sagen. Ich bin nämlich 2013 abgesoffen. Meine Wohnung stand 1,80 Meter unter Wasser. Ich weiß, was es heißt, nichts zu haben. Ja, und das Stadtgeld von ihr hat mir ein Stück weitergeholfen und weitergebracht. So, und jetzt sage ich noch, ich lege jetzt noch eins drauf. Das sind Steuergelder gewesen. Ich lege noch eins drauf. Ja, 2002 waren es für die vielen Spenden. Wie viel Hartz IV mit Leute, von, die nie abgesoffen sind, genau richtig, die zu Hause waren, waren dann damit geräumt, wie viel? Nee, weil die ja lieber im Bett liegen, den ganzen Tag und Fernsehen gucken und nichts anderes wie Schlag machen. Nee, bei mir war der Bundesgrenzschutz. Ja? Mich haben die mit dem Bundesgrenzschutz, mit dem Auto, gestanden. Mit dem Schwimmbahn vorausgeholt. Ich glaube, ja. Bei mir stand die früher genauso. Wir würden doch den Leuten zu Hause helfen, wenn das normal ist. Sie helfen doch den Leuten, ne? Sie helfen doch diesen Leuten, ne? Seit 25 Jahren helfe ich denen. Und mit sonst was befassen wir. Steine, wir Steine geworden. Das waren die Linken. Das hat die Linken auf die Die Linken haben erst auf die... auf die Wutbürger geschmissen und die Wutbürger haben zurückgeschmissen und die Polizei dazwischen kommt und die hat es abgekriegt. Nee, ich würde wieder so mal was Ordentliches im Fernsehen und Nachrichten hören. Und nehmen wir Asyl. Und wie die Nazis und wie sie alle heißen. Wo ist denn hier ein Nazi? Wo ist denn hier ein Nazi? Kann man seine Meinung sagen? Wer ist hier ein Nazi? Nee. Wer ist hier ein Nazi? NPD. Wer ist hier alles rumgestanden hat. Wo ist denn hier ein Nazi? Machen Sie doch mal laut. Und nehmen wir auf die alten Leute. Wo ist der? Ich frage ganz laut. Werden sich alle melden? Ja, also das ist ein Phantom. Wenn es die Nazis nicht gibt, müssen sie erfunden werden, damit die Polizei geholt werden kann. Dass die Linken dann hier gegen die Nazis demonstrieren können. Warum? Warum? Wird nur enger. Nein. Ich bin mit dem Mandat von Bundesdorf nach Afghanistan und Frieden zu verteidigen. Wir haben dort ca. 60 deutsche tote Soldaten. Wir haben dort Brücken gebaut, wir haben Wasserleitungen gebaut und vieles mehr. Wir haben Schulen gebaut. Jetzt sitzt der Afghane hier in dem Lager und sagt, ich muss das dort abbauen, weil ich verfolgt bin. Warum wollen wir denn dann dort? Warum haben wir dort Millionen reingesteckt? Das habe ich Tilly Fischer gefragt. Ne? Ist er hat keine Antwort drauf gegeben. Ist das so? Wir wurden Tilly gefragt. Keine Antwort hier. Und von dieser Presse kriegst du genauso wenig Antwort. Mehr. Und jetzt sitzt der Afghane hier, war er angeblich verfolgt. Er sitzt jetzt hier. Und wir haben unser Geld und unsere Leute dort hingeschafft. Und die haben sie abgeknallt. Und jetzt ziehen wir uns langsam, unsere Amerikaner, alle ziehen sich langsam zurück. Die was haben wir da aufgenommen, hier nach ihrem Krieg? Wir haben die kaputt gemacht. Und die wohnen alle hier. Der Ami. Und haben ihre Geschäfte. Hat denn nicht jeder Mensch eine Chance verdient? So hat er nicht. Natürlich. Jeder. Aber das dann muss doch uns ordentlich alle gehen. Und alle nackig sind, sind wir alle gleich. Kann man nicht über Nacht sich einen Baumarkt wir her, weil die alle dort reinschlagen. Wir sind doch keine. Wir sind doch keine. Wir sind doch keine. Das ist doch keine Asylpolitik. Aber Sie können doch nicht 100 Leute einladen und haben bloß Platz für 60 und so sitzt doch hier aus von Seiten Deutschland. Das geht doch nicht. Wollen Sie vielleicht in so einen Baumarkt übernachten mit 600 anderen Leuten? Wir hatten mit so einer Flut gerechnet. Was heißt gerechnet? Ich muss die Politik muss ich habe das schon im Stadtrat 2007-2008 gesagt. Da ging das nämlich los mit den Flüchtlingsbooten. Und da gibt es auch einen ganz tollen Film, einen Spielfilm, wo das wunderbar dargestellt ist. Genau das, was jetzt passiert, ist in dem Film gespielt worden. Der ist überall gezeigt worden. Haben Sie wahrscheinlich nicht gesehen. Ich habe ihn auch nicht gesehen, aber ich weiß, dass es einen Film gab. Und weil ich halt das in Natura kenne. Ja, ne? Gucken Sie Fernsehen, Sie sehen doch, wie die alle hier auf dem Mittelmeer ersaufen. Das war damals schon so.
Ja, aber wir dürfen nicht schon die Menschen sein. Aber wir müssen doch die Ursachen sehen dieser Katastrophe hier. Nee. Die jungen Männer, die Deutschen haben es doch auch gemacht, vom Bauernkrieg angefangen, die müssen ihr Land verteidigen oder sie können es ja nicht wissen, Menschenskinder. Ich hab den Faschismus erlebt. Ich habe die kommunistische Diktatur erlebt. Standen zu Hause die Polizisten da. Ja? Ich wollte nicht keine andere Meinung zulassen. Du bist